toll, jetzt bin ich hier auch noch in der Höhle runtergefallen. Ich möchte hier bitte raus, danke. So. Gut, die Bahnstrecke, die ist jetzt, naja, mehr schlecht als recht, aber andernfalls müsste man... Soll ich die Bahnstrecke, also ich habe die jetzt mal diagonal entlang vom Berghang gelegt. Ja. Wenn man die halt immer geradeaus machen wollen würde, müsste man einen riesen Umweg machen. Ich glaube, ne, das ist... Ja, nö, das macht ja keinen Sinn. So, und dann kommt jetzt eine große Änderung. Haben wir nämlich noch gar nicht erzählt. Mhm. Zwar werden wir, wie man gerade bei mir sieht, die Bahnstrecke, die hier aus dem Tunnel rauskommt, die ging ja hier immer zum Dorf weiter. Das wird alles abgerissen und in den Weg umgebaut. Die Bahnstrecke geht quasi hier einfach nur geradeaus weiter zum Leuchtturm. Deswegen wird es in den Weg umgebaut und neben unserem Haus, ungefähr da, ist ja von uns aus jetzt gesehen rechts diese Felswand. Da wird ein Tunnel reingeschlagen, der dann durch den ganzen Berg durchgeht bis zum Dorf als sowas wie ein U-Bahn-Tunnel. Und dann kommt man schneller zum Dorf und wir haben eine Verwendung für die Bergwand. Ja. Und wir sparen uns die Weiche. Und wenn man da einen Weg durchgräbt in diese Felswand, kommt man genau auf dem Weg vom Dorf raus. Und das muss man doch nutzen. Ich guck schon mal, ob ich irgendwie einen Eingang hinkriege oder so. Ja. Mit dem, was ich da habe. Muss ja nichts groß Besonderes sein. Einfach nur ein Eingang und vielleicht mal ein Holzboden da drin. Da ist noch Stein. Ja. Das wäre was. So. Eine Tür. Und dann... Das ist nicht optimal. So, ist schon besser. Du hast nicht zufällig Glasscheiben dabei, oder? Nee. Schade. Dann muss ich wohl mal rüberfahren. Kann ich gleich die neu gebaute Strecke langfahren? Kann ich gleich mal testen, ob man noch Powerdrails braucht. Ja. Ja, bestimmt braucht man noch Powerdrails. Ich glaube auch. In die eine Richtung muss ich mal jetzt einen Vorab-Test machen. Mein Minecart ist wieder da runtergefahren.
Ich weiß, aber vorhin hast du gemeint, das ist nicht schlimm. Ich laufe einfach. Hab dich darauf hingewiesen. Ey. Jetzt wird man bestraft, weil man nette Hinweise geben will, oder was? Ja. So, hier ist die... Rechts. Aber... Ja, ganz ehrlich, jetzt wo ich hier bin, kann ich auch schön auf der anderen Seite zum Haus laufen. So. Rechts, das heißt, hier kommt sie nach links. Zack. Kannst du Laternen mitbringen? Wenn wir welche haben, ja. Hier kommt es nach rechts. Ja, also 2-3 Stück würden für den Moment reichen. Wobei, ich kann ja die vom... Ne, ich baue die am Weg nicht entlang, nicht ab. Die können wir ja lassen, nee, also entlang der alten Bahnstrecke. Ja. Können wir ja stehen lassen. Als Wegbeleuchtung. Ja, mal gucken. Ich hätte da vielleicht für irgendwas anderes hingebaut, aber damit wir mal wissen, wo es lang führt noch. Aber jetzt, wir haben bestimmt auch noch ein paar. Jetzt Alter, seit wann haben wir so viele Kruschtkisten? Letzte Aufnahme habe ich wieder 2 dazu gemacht. Das ist ja bis zur Decke fast hoch. Ja. Da muss es wohl bald wieder eine Sortier-Sonderfolge geben. Ja, ich weiß nicht, ob es da wieder eine Sortier-Folge gibt. Machen wir einfach außerhalb der Aufnahme. Die letzte Sortierfolge war ja nur, weil ich alles umgebaut habe. Hä, wir haben ja noch Glowstone. Es sind Glasscheiben hier in deiner Schalkertruhe. Wie viele? 62. Toll. Schön, dass ich rübergelaufen bin. Warum guckst du da auch nie rein? Ja, warum habe ich denn Glasscheiben dabei? Was weiß ich, weil dein Inventar ist immer voll, da ist immer irgendein Krusch drin. Ja. Was wolltest du jetzt haben? Laternen? Laternen. Sind die da nicht vielleicht auch noch drin? Ein Lagerfeuer habe ich gesehen, aber warte, ich guck noch mal rein. Ja. Ein Lagerfeuer? Sogar 7 Lagerfeuer. Ach, die sind von der Bienenfarm. Ah ja, stimmt. Nee, da sind keine Laternen drin. Okay. Ich habe eine blaue Laterne hier. Hier sind 25 Laternen, die nehme ich alle mit. Ich bin gerade nur am Überlegen, ob man nicht doch die Bahnschienen in die Luft verlegen soll, weil das würde sich schon anbieten. Und dann kommen keine Monster auf. Dann gucke ich auch mal. Ja. Aber es wird bald dunkel. Dann sprinte ich jetzt lieber mal schnell dahin. Und zwar, man könnte die einfach auf der Ebene lassen, wie sie hier ankommen. Und so. Dann halt hier entlang führen und dann da drüben erst irgendwie runter oder so. Dann ist die Monstergefahr weg. Aber sieht es gut aus? Ich weiß nicht, die lag ja jetzt bis hier immer auf dem Boden. Das stimmt, ja. Stimmt, eigentlich haben wir sie ja dann, wenn wir die da drüben, die wird ja abgerissen an der Kirche vorbei. Ja. Das heißt... Die einzige, die dann noch in der Luft sein wird, ist vom Dorf zum Endportal. Ja. Ja, dann können wir eigentlich die hier so lassen, oder? Ja. Sollen wir mal schlafen? Ja, hast du die Laternen dabei? Ja. Sehr schön. Und wir müssen dann noch gucken, wo wir hier die Haltestelle hinbauen. Ah ja. Komm, hör doch schon auf zu regnen. Hier. Danke. Ah. Gab's die noch oder muss ich die neu machen? Die war noch übrig. Ah, sehr gut. So, jetzt gibt's schön Fenster. Und den Glowstone für oben habe ich auch dabei. Ich habe das Clear Glass nicht mehr. Oh Mann. Nicht vorbereitet. Und das habe ich hier nicht mal drauf auf dem neuen PC. Oh, schlecht. Dann spiele ich diese Folge Aufnahme wohl ohne. Es gibt ein Dislike. Von dir, genau. Ja. Erstmal selber disliken. So, wie wär's, wenn man... Mal gucken.
eins machen, dann hat man hier ein bisschen Beleuchtung wenigstens. Na gut. Oh, das sieht aber schön aus hier drin. Naja. Schöner als vorher. So. Gut, ich mache mich dann schon mal an die Arbeit, die alte Bahnstrecke abzureißen. Ja. Und wenn du dann hier noch bist, kannst du ja theoretisch noch gucken, wie man das Dings baut. Den Bahnhof. Ach so. Aua. Da müssen wir das Skelette rumlaufen. Ach so. Warum bin ich da nicht selber draufgekommen? Ja, frag dich das mal. Also gut, ich komme mal wieder runter. Ich würde hier auch keinen großen Bahnhof oder so bauen. Einfach nur so einen Unterstand wie beim Dorf. Ja, genau. So. Soll ich mal die Holzdinger im Boden drin lassen als Wegweiser oder ich lasse einfach den Boden leer oder soll ich warte mal. Einen Erdweg draus machen? Du hast die Laterne da gelassen, okay. Ja. Dann kannst du wieder gehen. Ich mache mein Inventar immer leer. Vor allem, wenn ich jetzt weiß, dass ich so viel Zeug abbaue, dass mein Inventar sehr schnell sehr voll werden wird. Ja gut, ich weiß ja nicht, ob du zum Lager gehst oder so vorher. Also soll ich einfach die Bahnstrecke durch den Grasweg ersetzen? Oder soll ich die Holzblöcke in meinem Boden drin lassen? Die Holzblöcke kann ich ersetzen eigentlich, aber ich würde noch keinen Grasweg reinmachen. Dann wissen wir aber den Verlauf nicht mehr. Wenn ich das jetzt durch normale Erde ersetze. Und alles abreiße. Ja, aber den Verlauf wissen wir trotzdem. Also diese Holzstammbrücke muss ja eh da bleiben und da geht es ja dann straight nach oben. Ja. Ja, gut. Also ja, ich würde halt noch gucken, weil man muss die Landschaft da auch noch anpassen, weil der soll ja 3 Blöcke breit werden und dann muss man mal gucken, wie man das macht überhaupt. Ach, der soll 3 Blöcke breit werden. Ich dachte, das wird so ein Trampelpfad. Nee, das soll so ein richtiger offizieller Weg werden eigentlich, weil wir haben keinen. Und wenn man mal mit dem Pferd irgendwie dahin reitet, muss man immer über die Bäume drüber laufen und so. Das stimmt. Es wird ein sehr kleiner Bahnhof. Aber das macht nichts. Ja, solange auch wenigstens ein bisschen Ähnlichkeit zu dem Dorfding hat oder so. Ja. Ach, du hast ja dein ganzes Zeug da gelassen. Stein und so. Das ist gut. Na, wie gesagt, das Inventar muss leer sein vor so einer Expedition. Ja, ich meine, wir haben ja hier kein richtiges Lager, deswegen wusste ich nicht, ob du hier alles reinschmeißen würdest. Ja.
dachte, vielleicht geht er ins Lager. Aber nee. Ja, das ist wirklich ein sehr kleiner Bahnhof. Aber das macht nichts. So. Oh ja, der ist wirklich sehr, sehr klein. Ja. Hast du eigentlich den direkt da hingebaut, wo die Schienen enden, oder hast du noch weiter gebaut irgendwie? Oh. Ich hätte ihn vielleicht irgendwie etwas weiter nach hinten gemacht, so neben den Leuchtturm oder so, aber ja, so geht's auch. Nö, das passt eigentlich. So, hier kann Cobblestone, so, naja. Man kann auch einen Cobblestone-Weg zum Leuchtturm machen. Ja. Der sieht dann trotzdem so ähnlich aus wie der andere Boden, aber nicht ganz. Ja. Das ist eine gute Idee. Toll. Ich falle hier wieder runter die ganze Zeit. Das dauert länger, als ich dachte, hier das alles abzureißen. Ja, und dann alles Holzblöcke, die brauchen eine Weile. Mhm. Wobei, du hast wahrscheinlich eine verzauberte Axt. Ja, Effizienz 3. Und meine ist unverzaubert. Oh, das wäre noch schlechter. Oder dann würde es noch länger dauern, aber... Ja. Was gut ist, was ich gerade meine erkannt zu haben... Unser guter Freund, der Falling Tree Mod, er kennt die Bahnstrecke und ich kann alles auf einmal abbauen. Oder tut er das oder tut er das nicht? Gerade hat er auf jedenfalls mehrere auf einmal abgebaut. Hm. Aber nicht, dass der dann wirklich alles komplett abbaut bis zum Endding rüber, aber ich glaube nicht. Ne, der hat ja 100 Blöcke maximal. Ja. So, einmal alles weg. Er erkennt es nicht. Aber ist vielleicht doch besser. Das wundert mich auch nicht. Ja. Es dauert ja nicht so lang. Nee. So. Ein wenig Licht braucht man noch. Mhm. Sieht schon cool aus von hier drüben, weil alles so beleuchtet ist. Ja. Der ganze Berg. Aber ich würde die Beleuchtung des Berges vielleicht aufheben dann, wenn wir mit dem Bauen fertig sind oder zumindest durch irgendwas Schöneres wie geordnete Lampen oder so ersetzen, weil wir haben ja sonst unsere Gegend auch nicht komplett hell erleuchtet. Was man vielleicht aber machen könnte eigentlich. Ja, würde ich auch noch machen, weil das ist besser.
Auch hier, wo ich jetzt bin, an der Kirche, so außenrum ein bisschen, überall einfach ja. ein paar Lampen. Ja. Also gut, das ist jetzt an sich erstmal fertig. Ich habe ein Minecart, ich fahre jetzt mal rüber und gucke, ob das funktioniert. Mhm. Und dann können wir schlafen von mir aus, dann klaue ich hier im Dorfbewohner sein Bett. Ja, okay. Also das funktioniert einwandfrei. Aber ich glaube, ich fahre gleich wieder zurück. Weil da steht mein Bett und da stehen noch die Kisten und so, das nehme ich dann alles mit. Ja. Hat der, oder machen wir noch so eine so das Gelände um den Leuchtturm mit irgendwie anderem, oder hast du das schon gemacht? Also so Gras oder irgendwie sowas? Das würde ich einfach so lassen, glaube ich. Alles aus Cleanstone. Ja, ist ja am Berghang so, oder weiß ich nicht. So, mal gucken, wo ist denn gerade das Bett? Hier. Oder bist du noch nicht da? Doch, jetzt.